Es war eine Aussage von einem Typen und plötzlich verbreitet sich dieses Gerücht. Irgendwann ist es nicht mehr zu stoppen und das Image von Mois fängt an zu bröckeln. Als er vor über einem Jahr in der Türkei den Menschen vor Ort helfen wollte, hätte er nie damit gerechnet, dass diese Tat ihm zum Verhängnis wird. Angeblich soll er 100.000 Euro Spendengelder veruntreut haben. Plötzlich hat sich jeder geäußert und alle wollten die Wahrheit wissen. Drohungen bekam sogar der YouTube-Rapper und teilweise musste er eine Auszeit nehmen. Nun bricht er aber sein Schweigen. Er erzählt in dem Video von Barello, dass er zum Beispiel Steuern bezahlt hat für dieses Geld, was er abgehoben hat aus eigener Tasche. Außerdem hat er mit diesem Geld Essen und Trinken gekauft und verteilt in der Türkei. Alles natürlich bar. Auf Video wurde alles festgehalten. Automaten haben da nicht mehr funktioniert und auch keiner hat mehr sowas akzeptiert. Im Video spricht er knapp eine halbe Stunde über diesen Fall, blendet immer wieder Beweise und Ausschnitte ein, die seine Aussagen untermauern. Für Mois ist klar, mit diesem Video hat er nun alles gesagt, was er sagen kann. Das Thema sollte nun abgeschlossen sein. Er hofft, dass die Leute nun verstehen, was dort passiert ist. Hier gibt es einen kurzen Ausschnitt, schaut es euch an. In der Beschreibung ist wie immer alles verlinkt. Es gab nichts. Die meisten Läden waren kaputt. Der die Expedition geleitet hat, der Türke, der im Video ist, seinem Vater habe ich das Geld gegeben. Nicht mal der wollte hier bestätigen, dass er mit mir war, obwohl er mit mir das Video führt dort. Das ist die Menschheit. Wallah, ich habe die Nachrichten alles hier. Der hätte doch das alles sofort gedribbelt. Ja. Weil Bruder, ich bin kein Türke, ich kenne mich da unten nicht aus. Ich weiß nicht, wo ich was zahlen muss. Ich bin dahin angekommen, ich habe diesen Türken sofort das Geld gegeben. Und das Geld ist bar. Wir kaufen damit Decken. Wir kaufen damit Essen, wir kaufen damit alles, was wir kaufen können. Aber jeder nimmt Bargeld, Bruder.